Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen Video hier in Minecraft auf der ganz alten Let's Play-Welt von mir, von vor 10 Jahren, noch aus der Beta 1.7.1 oder was das damals war. Aber mit etwas Besonderem, was ich ganz interessant fand, nämlich dieses 3D-Texture-Pack, wo tatsächlich die Blöcke auch Struktur haben, wie man hier sehen kann. Ich finde das voll krass. Ist für mich was ganz Neues. Und ich war davon so begeistert, dass ich das einfach mal dachte, komm, ich mache davon mal ein Video, wie meine alte Minecraft-Let's Play-Welt hier aussieht. Zur Hardware, ich benutze die 4070 Ti von MSI auf Standardtakt und den i7 12700K übertaktet auf 5 GHz durchgehend. Und ich war einfach begeistert davon, wie das Texture Pack hier wirkt. Ich war hier Nostalgie unterwegs in meiner ganz, ganz alten Let's Play-Welt, was wir hier gebaut haben. Die Videos gibt es auch noch auf meinem alten Kanal zu finden. Und ja, Nostalgie. Und ich finde das einfach krass, dass es mittlerweile solche Texture Packs gibt. Das Texture Pack ist noch nicht ganz fertig, glaube ich, aktuell. Und auch jetzt hier nur in 256 Pixel statt irgendwie 2000 oder so. Aber nichtsdestotrotz, für die größeren Versionen muss man bezahlen. Und dieses kleine Texture Pack, sag ich mal, ist gratis. Dann dachte ich, gucke ich mir das mal an und ich war begeistert. Dass alles Tiefe hat. Fand ich sehr begeisternd. Ja, schon cool. Ja, dann dachte ich mir einfach mal, ich schaue hier mal der alten Zeiten wegen durch meine allererste Let's Play-Welt. Bei meiner Haupt-Let's Play-Welt sind wir gerade im Nether und da bietet sich das nicht so an, dass man so viel zu zeigen hat hier, was gebaut wurde schon. Na, wie sieht denn die Lore aus hier? Hat die auch Textur richtig? 3D? Ich glaube nicht. Die ist noch nicht drin, oder? Das Item? Na, die Spitzhacke, die hat auf jeden Fall Textur. Ja, die sieht schon ein bisschen 3D aus. So, gucken wir nochmal oben. Auch das Gras. Alles Tiefe. Schon cool. Die Rinde von den Bäumen hier und die Blätter. Das ist natürlich großes Kino. Ja, ansonsten hatten wir hier noch damals oder von damals Bauprojekte am Start. Daran kann ich mich noch erinnern. Gucken wir uns auch hier auch das Stand an. Schon übel. Also im guten Sinne. Hier hinten war auch noch, nee, hier hinten war das auch, unser anderes Haus aus Holz. Wo wir einmal, das weiß ich noch, wo wir damals einen Timber-Mod Fail hatten, da hatte ich vergessen, dass ich den Timber-Mod neu installiert habe und dann habe ich das ganze Haus abgebaut. Ja, das Haus gibt's auch noch. Komplett Holz und Wolle. Ah ja, können wir direkt Tag machen.
Hier waren wir auch nicht fertig geworden. Das sieht schon gut aus. Das ist schon eine feine Sache. Ja, wir hatten noch ein Haus. Das weiß ich noch. Das war auch nicht fertig geworden. Haben wir zwischendurch auch alle mal alles pausiert gehabt. Das war das. Auch mit Holz, aber Steindach. Richtig Ziegel. Können wir uns auch mal anschauen. Da hinten. Ja, das war auch nicht fertig geworden. Das ist echt schon lange her. Wahnsinn. Ja, WhatsApp an der Stelle, falls man das gehört hat. Ja, schon krass, was das jetzt schon alles gibt. Naja, so viel dazu. Ja, das soll es auch grob erstmal zu dem gewesen sein. Und ja, euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Euer Tracer. Macht's gut. Ciao.